Wenn du den Langhals aus dem Eis befreien kannst, musst du eine mächtige Verbindung zum blauen Licht besitzen. Ja, wir haben eine mächtige Verbindung zum blauen Licht, wie ihr das nennt. Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast in der Welt von Horizon Zero Dawn bei dem DLC The Frozen Wilds. Ja, ich hatte das letzte Mal Wildlands gesagt, weiß nicht warum. Und schaut euch das Panorama einfach mal an. Ja, hier sieht man es jetzt ein bisschen schlecht. Ich glaube, da hoch kann ich nicht, ne? Oder kann ich doch da hoch? Ich meine, weiß das nicht. Bevor die Banditen kamen, war Steintal eine wunderschöne Wildnis. Ganz egal. Es sieht auf jeden Fall wieder ziemlich geil aus. Ich habe keine Zeit zum Reden. Ja, Wildlands, der DLC von Horizon, läuft ja als eigenes Let's Play sozusagen, als also parallel zum Hauptspiel, das ich ja schon lange durch habe, aber halt mit dem Hochladen hinterher komme. Und wir haben Questen. Und dann würde ich sagen, wir schauen da mal rein. Bei Questen, Quests. Wir haben Hauptquest. Ja, das ist das, genau. Nebenquests. Nebenquests. Wir haben Nebenquests. So, hallo? So, hier. Schnitt der Dämonen und Geistern wimmelt. Um mehr zu erfahren, muss Elo jemanden finden, der Fakten und lalala. Untersucht die Ursache einer plötzlichen Überschwemmung. Genau, das war diese Geschichte. Das wollen wir jetzt mal verfolgen. Dem wollen wir uns widmen. Und dann wollen wir gucken, wo wir hier hin müssen. Ich habe schon... Achso, ich hatte ja noch einen Punkt. Genau. Karte. Genau, Karte. Was? Ach ja, wir haben ja... Und wir haben wieder... Was haben wir denn noch alles hier? Das weiß ich gar nicht, was das ist. Das müsste ein Banditenlager sein und das müsste eine Jagddingen sein. Und was haben wir hier? Finde ein... Ach, Schienenteil. Das werden wir auch noch machen. Schauen wir mal! Gut, dann würde ich sagen, wir steuern dieser Quest entgegen. Haben wir eigentlich da ein Lagerfeuer in der Nähe? Hier waren wir schon. Dann würde ich sagen, wir machen eine Schnellreise. Was ist eigentlich das da? Ja, das machen wir nachher. Wir machen eine Schnellreise und damit gibt es wieder mal einen Ladebildschirm, den ich wahrscheinlich zum großen Teil rauscutten werde. Obwohl, es dauert gerade nicht so lange. Na, geht so. Die Ladezeiten sind teilweise wirklich enorm. Die Osseram haben einen zu großen Einfluss im Palast. Was denkt er sich dabei, er war laufen zu lassen? Begib dich zum See, genau, da wollen wir hin. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, welche Richtung. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Orientierung. Sie hat sich zwischen dem Mörder und unserem Sonnenkönig geworfen. Ah, und hier können wir wieder einsammeln. Achso, Medizinbeutel voll, nice. Ja, und wie ich ja schon gesagt habe, wir haben ja das Schildweber-Outfit. Ich muss nochmal reingucken, was habe ich denn hier geskillt eigentlich? Ah ja, genau. Reparieren. Maschinenreparatur, Reitmaschine reparieren. Genau. Das ist auch nice. Die Chance, heute Knochen, Linsen, Herzen und so weiter zu finden, oder was? Das ist auch nicht schlecht. Also das finde ich auch ziemlich geil. Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Wie rufe ich nochmal eine Reitmaschine? Eine Plötze! Plötze? Plötze. Hallo Plötze. Jawohl, eine Plötze. Ich mag das einfach. Wie war das noch gleich? Rosalind sagte, dass Dorians Lehrling dem Fluss nördlich folgt. Nicht zu weit. Geil. Ja, Steuerungsprobleme gerade.
Ah, so war das. Okay. Wir müssen... Ah ja, okay. Gut. Man muss nur wissen, wie es funktioniert, ne? Dann ist das alles kein Problem. Was ist das denn? Ein Eisbär? Oder sowas ähnliches? Das ist Nightdog, der Ausschau nach dem... Er sendet wohl einen Impuls oder Signal. Okay. Was ist das denn? Okay. Jawohl. Ich will da mal gucken, ob ich die anquatschen kann. Ah, Naltuk. Wer bist du? Wie kommst du hierher? Burkhan sagte mir, du wärst hier. Er ist hartnäckig. Ich habe dem Osseram schon 1000 Mal gesagt, ich will nichts von ihm kaufen. Oh, ich verkaufe nichts. Ich suche nur nach Urea. Vergiss es. Wo sie ist, können nur Schamanen hin. Sie sucht Rat bei der Stimme im blauen Licht. Das ist ihre Aufgabe. Und ich soll die Handlungen des Dämons beobachten. Die Ausbreitung stoppen, wenn ich kann. Aber was mache ich gegen die Türme? Binnen Wochen verteilten sie sich im ganzen Schnitt. Die Energie des Dämons fließt durch sie. Ruft die Maschinen, repariert sie sogar. Okay. Ob das blaue Licht Antworten hat, weiß ich nicht. Fragen wir mal nach, ob es das Werk des Dämons wohl ist. Aratak sagt, der Dämon soll Maschinen aufhetzen? Schau da, die mit der violetten Zeichnung. Sie gehören zum Dämon. Sie sind stärker, gefährlicher. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Verderbnis. Aber nicht durch euren Dämon. Wirklich? Dann weißt du mehr als ich. Diese Türme, waren sie Teil der Verderbnis? Nein, die sind mir unbekannt. Wie gesagt, sie stärken die Maschinen des Dämons. Wir müssen sie stoppen. Okay. Wo ist Urea hin? Sagst du mir, wo ich Urea finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Urea jetzt hören will. Aber nicht deine. Tut mir leid. Na, dann lass uns doch diese Ausbreitung stoppen. Also gut. Du willst die Ausbreitung des Dämons stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Fremde, warte. Sagst du mir deinen Namen? Aloy. Gut. Wenn dich die Maschinen erwischen sollten, kann ich Urea wenigstens ordnungsgemäß berichten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ja, ich versage nicht. Wenn ich fertig bin, dann erzählst du mir, wo sie ist. Gut. Überbrücke den Turm. Ja, wenn wir jetzt schon mal da sind, ne, dann können wir das jetzt auch gleich machen. Dann machen wir die andere Quest eben nachher. Dann verfolgen wir jetzt erstmal die hier. Ich hätte da so eine Idee. Wir hätten ja nicht nur einen Bogen... Würdest du dich bitte in den Schleichgang begeben, Mädel? Und da ins Gras verschwinden, danke. Der Schild ist überlastet. Durch den Impuls vom Turm. Mhm. Nicht gut. Gar nicht gut. Trotzdem bereiten wir uns auf diesen Kampf erstmal ein bisschen vor. Weil wir haben es gleich mit Angry Chicken zu tun, weißt du? Ganz, ganz böse. Ich hoffe, das reicht. Vielleicht bauen wir uns hier noch einen rein. Ich kann die ja später wieder mitnehmen. So. Ja, ist ja gut. Ja, schön.
Dann wollen wir uns hier nochmal neue machen. Und für die, die mich nicht kennen, ich bin natürlich der Kaffee-Onkel. Diesen hier. Und der hat ja eigentlich auch Abriss, ne? So, wir können ja gleich drei Pfeile auf einmal benutzen. Komm her, du Sack. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Jawohl. Und rein damit. Komm, hol mich. Sackgesicht. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nice. So. Das Schild ist überlastet. Kann ich dich scannen? Okay. Ich würde ihn schon gerne überbrücken. Ich kann die Maschine tun. Was kannst du? Ich muss mal ganz kurz in die Einstellungen gehen. Sorry, meine lieben Freunde. Einstellungen. Steuerung, Audio, Musik, Stimmen 100%, Audioeffekte. Da gehe ich mal hier auf 80. Musik kann man mal lassen. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Komme ich da einfach rüber? Komm. Komm. Mach schon. Gut. Mal sehen, ob das Ding auch für mich funktioniert. Bin mal gespannt. Das war, glaube ich, ein Fehler. Komm her. Du auch. Tatsache. Naja. So. Und du auch. Komm her. Ja, ja, ist gut. Also nach Maschinen. Doch man kann ihn überprüfen. So. Penners. Ja, da haben wir schon gelootet. Nimm was mit. Da unten liegt auch noch was. So. Da liegt auch noch was. Kann ich nichts mitnehmen, weil es voll ist. Da hoch. Sehr schön. Gucken wir uns das mal an. Sieht schon geil aus. Ich hätte das Viech nicht angreifen sollen. Alter, wie das einfach aussieht. Sehr schön. Wo ist denn der Knilch jetzt, mit dem wir reden sollen? Was ist er denn? Da oben. Na schön. Eine Heilpflanze, die ich mitnehme. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ja, wir sollten wirklich reden, Meister. Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht.
Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht sollte Orea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine, gehüllt in Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Na toll. Jetzt auf einmal. Was soll denn der Blauglanz sein? Du sagtest was von Blauglanz am Ende der Schamanenpfads? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Wir Banuk glauben, es ist das blaue Licht, das ihre Höhlen gefroren verlässt. Dich interessiert vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Na, was uns interessiert, das weißt du gar nicht. Okay. Bist du der Lehrling? Burgrenz sagt, du seist Urias Lehrling. In ihrer Abwesenheit diene ich Häuptling und Verak als Berater. Späher, Stimme des blauen Lichts. Große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich Urea gerecht werden kann. Aber ich versuch's. Das schulde ich ihr. Sie gab mir eine Chance. Einem Schamanen-Neuling vom Ende der Welt. Nur sie tat das. Ja, das mit dem Neuling und Ausgestoßene und so, Außenseiter, das kennt euer Aloy. Warst du beim Donnerkamm? Warst du bei Urea, als sie den Berg angriffen? Ich wünschte ja, egal was passiert ist. Aber ich bin kein Krieger. Ich sollte warten. Als Urea und der Häuptling zurückkehrten, stritten sie heftig. Ich weiß nicht genau worüber. Dann kam sie zu mir, gab mir den Auftrag und ging. Der Schamanenpfad. Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht. Der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schamanen. Und ich finde Urea an seinem Ende? Nein. Sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte, ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird. Gut. Also gut. Ich gehe zu den Eisfeilen und suche diesen Schamanenpfad. Genau. So machen wir das. Aber wir aktivieren uns hier nebenbei wieder die andere Quest. Nämlich diese hier. Dazu folgen wir dem Pfad. Sehr schön. Hallo, bleiben wir mal stehen. Plötze. Nee. Da lang. Cool. Was ist das da? Dämonisches Schnappmaul. Okay. Und das ist der See. Oh oh. Er greift gerade unsere Plätze an und das will ich gar nicht mehr von ihm. Wow, Arschgesicht. Arschgesicht. Na? Arschgesicht. Down.
Sehr schön. Was ist denn der andere? Das sind noch mehr. Komm. Hi, Arsch. Ja. Immer cool bleiben. Komm her. Ist da hinten noch einer, oder was? Ach komm, hol mich doch. Arsch. Ja, ist doch gut. Das hast du dir so gedacht, mein Freund. Na komm doch mal raus da, du Arsch. Ja, ist ja gut. Komm. Geht drauf. Wie keine Munition. Schon wieder alles verballert, Alter. Willst du nicht endlich down gehen? Aua. Arsch. Gesicht. Was ist er denn? Na komm her. Sack. Ich hab keine Angst vor dir. Ja, komm. Komm, hol mich. Hier bin ich, du Arsch. Hol mich. Alter. Ah, wo ist er denn? Penner. Naja. Wieso hat er mich hier getroffen, der Penner? Alter Schwede. Komm her, ob es da verfehlt. Ja, komm. Jetzt hol mich doch, du Sack. Alter. Wo ist der hin, Kleiner? Penner. Na komm. Na komm. Wirst du mal? Munition leer. Da müssen wir was gegen tun, dringend. Alter, was ich hier Munition verballer? Gibt's ja nicht, oder? Nimm's mal mit. Alter Schwede. So. Komm, hol mich. Und weg. Huhu. Arschgesicht. Na,
Komm. Weg. Ach, hol mich doch, bitte. Arschloch. Zack. Und nochmal ein, komm. Nice. Und looten einmal. Danke. Wohin habe ich mich denn jetzt hier verirrt? Na schön. Da, 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 da. Die kann ich wieder mitnehmen. Nice. Mal gucken, was der so zu bieten hat. Ja, nehmen wir alles mit. Das muss die Ruine sein, die Laulei erwähnte. Lautloch. Und geflutet, wie sie sagte. Schnappmäuler. Sind bestimmt von flussaufwärts gekommen. Folgt dem Fluss, finde seine Quelle. Scheint einfach zu sein. Gut, wir laufen mal da hoch. Was haben wir hier? Sehr schön. Folge dem Fluss, okay. Na komm, Plätze. Das müssen die Eisfallen sein. Der Schamanenpfad beginnt irgendwo weiter oben. Hallo, ich wollte speichern. Ich wollte speichern. Alter. Danke. Gut. Dann wollen wir mal. Halt. Wer bist du denn? Ein Händler. Oh, Banuk Champion Bogen. Was hat denn der Schönes? Okay. Powerschussbogen. Handhabung. Handhabung, Munition. Oh, nice. Blauglanz brauche ich da, alter Schwede. Ich glaub's ja nicht. Ich habe keinen Blauglanz. Okay, gut, dann nicht. Dann war's das. Wir folgen auf jeden Fall mal dem Fluss. So wäre der Plan. Wir wollen ja aber dem Fluss folgen, ne? Okay. Da, das muss die Quelle des Wassers sein. Das könnten die Alten gebaut haben. Ja. Dann wollen wir mal. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Das ist auf jeden Fall ein Kanal. Was gibt's denn hier? Also halt, falscher Knopf. Was ist das? Anshelly Guerra McKenzie von Laura Vogel betreff Abgas Spritztor. Okay, du glaubst mir nie, was mir gestern Abend auf dem Weg nach Hause passiert ist. Es war da dieses Geräusch, wie ein Schwarm Killerbienen, die gerade aus einer Blechdose entkommen. Dann ein komisches Licht zwischen den Bäumen. Ich habe schon gehofft, es wären Aliens, aber nein. Es war eine dieser alten blauen LEDs. Sieht im Schnee echt gruselig aus, okay? Ich bin näher heran und dann kam der Schrei. So ein komischer, kehliger Männerschrei.
klang, als ob ein Typ gerade irgendeine Mecho-Urschreitherapie machen würde. Und schön mit 200 PS zwischen den Beinen. Dieser Typ war niemand anderes als Dodd Blevins, unser neuer Sicherheitschef. Oder wie auch immer sein Titel lautet. Er ist ernsthaft auf einem alten Schneemobil herumgefahren. Diese Teile sind tausendmal umweltschädlicher als ein Auto aus der Zeit der Verbrennungsmotoren. Meine fachkundige Meinung dazu, Blevins ist ein riesengroßes Rindvieh. Naja. Aber ich habe trotzdem nicht den Sicherheitsroboter auf seinen Schwabbelarsch gehetzt. Er ist schließlich die nächsten 2 Wochen quasi unser Boss. Und jetzt halte ich fest, Shelley, denn dir werden die Ohren schlackern, wenn du hörst, was ich stattdessen gemacht habe. Ich stand direkt neben einem der Wegweiser und Blevis war in meine Richtung unterwegs, also habe ich das Schild umprogrammiert, sodass die Richtungen von Fairy Falls und Purple Mountain vertauscht wurden. Genial, oder? Da oben kommt man mit einem Schneemobil niemals hoch. Hoffentlich ist er schön aufgelaufen und musste zu Fuß zur Hütte zurück. Ich werde wohl noch, bevor hier alles für immer dicht gemacht wird, meinen ersten Vorfallsbericht verfassen. Ich könnte es natürlich wie immer gut sein lassen. Aber wo bleibt da der Spaß? Shelley, wo bleibt da der Spaß? Okay. Nun gut. Wir speichern. Sehr schön. Und ob wir das Geheimnis des Sees lösen können, das werden wir erfahren. In der nächsten Folge von Let's Play Horizon Frozen Wild DLC. Ich freue mich, dass du dabei warst, dass du eingeschalten hattest. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Like nicht vergessen, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo, falls du es nicht eh schon abonniert hast. Und gerne natürlich immer gern gesehen Kommentare. Kommentare und nochmal Kommentare. Bis dahin, have a nice day. Ciao, ciao.